Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Net Baby Challenge. Und die gute Melody ist kurz vorm Sterben gefühlt, weil Energie ist ganz low. Und im letzten Part haben wir ja gesagt bekommen, dass sie gerade in den Wehen steckt. Und da gehen wir jetzt natürlich direkt ins Krankenhaus mit ihr. Ich hoffe halt einfach, achso, sie hat schon ihre Bedürfnisse ganz voll. Okay, ich dachte, sonst würde sie eventuell umkippen und das wäre nicht so das, was ich wollen würde. Warum gibt es eine Last Exception Meldung? So, und dann geht's jetzt schon los. Oh je, wir sind bei N und I. Okay, ein Junge! Obwohl, wir sind bei J, ne? Weil wir haben ja Janis schon. Janis ist weiter. Dann sind wir bei K. Wir nennen ihn Kyle. Damit sind wir jetzt schon bei 28. Woo! Oh, uns ist jetzt schon wieder so krass zugenommen. Also ich meine, das ist klar bei so vielen Kindern, die man gebärt. Aber ich glaube, sie hat mal wieder Bock aufs Laufband zu laufen. Genau. Und wir müssen noch Kinder altern. Genau, da war ja was, ne? So, wir stellen erstmal natürlich unser Baby wieder richtig hin. So, und dann holen wir den Kuchen raus. Ich hoffe, wir haben noch einen. Angefressen. Gut, dann macht sie halt einen 9, während ich herausfinde, welches Kind gealtert werden muss. Ivan, mein Süßer. Du bist dran. Mit Altern. So. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Nuria macht eine Phase durch. Jawohl. Materialistisch und Outdoor-Fan. Stimmt, und wir sind ja auch bei Q. Ich habe einfach komplett falsch geguckt. Also ich hatte voll verkackt bei den Namen. passiert. Aber ja, das kriegen wir schon wieder normal in den Griff, ja. Ich habe übrigens die Mod mit den Hausaufgaben zum Laufen bekommen. Ich habe jetzt verstanden, was das Problem war. Ich darf nur einen Unterordner haben. So, dann gehen wir ja gleich auch schon direkt wieder in den Creator Sim. Was? Warum nimmst du ein Stück von der Torte? Willst du mich verarschen? Dann musst du halt noch eine machen. Das ist kein Problem. Mach so viel du willst. Hallo, kannst du jetzt bitte einfach einen Kuchen backen? Ich weiß, es wird in der Nacht, aber es ist mir egal. Als ob sie den Kuchen da reingestellt hat. Was ist denn mit ihr? So, und dann macht er ja jetzt Kerzen drauf, verdammt. So, sich etwas wünschen. Let's go! Woo! Und du bist tollpatschig und einheimisch. Geburtstagskerzen wieder drauf. Die Frisur hatten wir schon, deswegen werden wir eine andere nehmen. Das waren viele Geschenke. Das ist nice. Und ab in den Creator Sim! Hier sieht man jetzt übrigens die ganzen Sachen, was ich meinte. Man kann halt verschiedene Fähigkeiten halt quasi dadurch leveln. Ja, und wir machen einfach mal Kunstanalyseaufsatz. Ich würde sagen, wir lassen das Kind am Freitag altern. Genau, weil das kam ja von Dienstag auf Mittwochnacht. Deswegen, wahrscheinlich wird das Kind eh dann wieder mitten in der Nacht wach und dann ist es zwischen Donnerstag und Freitagnacht und dann passt das schon wieder. So, und er hat jetzt seine seine Hausaufgaben auch abgeschlossen. Deswegen, ja, funktioniert das halt auch so. Das ist halt sehr schön gemacht. Das ist eine sehr gute Mod, die mich in dieser Challenge hier weiterbringt. Drei von diesem Zeugs. Ein Samenpaket, cool. Sie könnte ja mal an so einem Turnier da teilnehmen. Erstmal ein Anfängerturnier. Und dann nehmen wir Sims Forever. Das Projekt ist fertig, cool. Dann kannst du noch weiter Logik üben, indem du hier spielst. So, das ist auch fertig.
Die anderen sind alle keine Note besser geworden, aber so ist das halt manchmal, ne? So, Melody schwingt sich jetzt auf das Laufband. Level 5! Ich habe aus Versehen kurzzeitig aufgenommen und ich habe die Zwerge beschwichtigt. Der hat erst ihn einmal kaputt gehauen. Deswegen, aber er hat dann wieder um Verzeihung gefleht und dann war es wieder okay. Ja. Und jetzt essen wir alle gemeinsam unser festliches Frühstück. Sieht schon süß aus, so, ne? Das ist das Family Life, das ich hier sehen will. Man könnte Melody ja auch einfach mal zeichnen lassen, oder? Wir kaufen uns einfach eine Staffelei. Dann kommt das da so hin. Weil ich denke, das hier ist halt schon viel Inspiration, vor allem wenn ein Festival oder sowas da ist. Deswegen, da ist ein guter Platz. Und dann kann die Gute einfach mal beginnen. Wir holen ihr jetzt ein Projekt, wo man Kreativität lernen kann. Weil irgendwie ist Kreativität zu leveln ganz schön schwer. Sie hat zuallererst ein Bunny gemacht. Nice. Sondern kannst du doch auch einfach direkt weitermachen. Die Zusatzaufgabe wurde abgeschlossen. Die Kids leveln alle supi. So, wir können jetzt die ganzen Saatpakete verkaufen und bekommen dadurch Cash. Jeweils 100. Das ist schon viel. Das kann sie auch verkaufen und dann ist es jetzt auf Freitagnacht. So, und die ist engelsgleich. Es ist ein Er übrigens. Sie. Wow. Ich bin einfach ein Profi. Ich weiß, welches Geschlecht meine Kinder haben. Ups. Ah, er sieht süß aus. Da kannst du ja schon mal anfangen zu brabbeln. So, und er ist jetzt schon müde, deswegen lasse ich ihn einfach mal schlafen. So, die Kids sind alle in der Schule und die werden alle fleißig lernen. Wie man das kennt, ne? Sie hat jetzt ein weiteres Bild fertig gemacht. Es ist so geil. Und wir haben schon wieder Post mit 1000 Spielzeugsachen. Sie ist schon Level 4. Das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Oh, gute Noten. Ganz viele gute Noten. Und 2 Einserschüler. Ich bin sehr stolz auf euch. So, dann fangen wir mit dir an. Er ist gekränkt. Oh nein, wenn er jetzt stirbt. Wenn er jetzt stirbt daran, dann weine ich. So, er ist böse. Okay. Bitte stirb nicht. Bitte. Ach, die beiden sind tatsächlich die Einserschüler. Das ist interessant. Nein! Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Was ist dieses Spiel? Hört doch auf. Meine ganzen Kinder sterben einfach. Ja gut, ne? Ich würde sagen, wir lassen einfach sie im nächsten Part altern. Den nehme ich nämlich im Anschluss direkt auf. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.